Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind unterwegs Road to the Masters und heute eine kurze Folge zum Thema, ja, Putten. Tipps und Tricks von mir, die euch vielleicht helfen können, euer Puttspiel zu verbessern. Und deswegen gehen wir mal schnell in die Challenges und dort in die Coaching Academy, um auf den Trackman zu gehen, Trackman Skills Trainer, weil dort gibt es speziell die Möglichkeit, das Putten zu üben. So, wir schauen mal, wo habe ich noch ein bisschen was zu. Hier können wir noch Performance Putting 20 Feet. Yep. Ja, und dann gebe ich euch noch mal ein paar Hinweise oder vielleicht ein paar Ideen, die euch helfen können beim Putten. So, ich soll hier einige Putts innerhalb von 2 Fuß an den Stock bringen. Das heißt, ich muss die gar nicht lochen. Dann gehen wir mal aufs Grün. So, zuvor aber noch mal vielleicht 1-2 Sätze generell zum Putten oder generell auch ein bisschen zum Spiel. Also ich kann es jedem nur empfehlen, hier definitiv hier in diese Academy zu gehen und diese verschiedenen Schlagtypen und Schläge auch auszuprobieren. Ist halt auch ein bisschen der Hintergrund. Deswegen gibt es auch kein Tutorial in dem Sinne in diesem Spiel, sondern diese Academy, diese Challenges sind halt eben das Tutorial, wo man die verschiedenen Schlagarten und wie man sie spielt eben testen kann. Ja, und generell zum Putten kann ich immer nur sagen, Putten ist ganz, ganz wichtig, denn es heißt ja nicht umsonst, the drive is for the show, the putt is for the money. Und wenn ihr halt einfach mal ein bisschen durchzählt, dann ist es so, Golf besteht zur Hälfte aus Putts. Ihr werdet die besten oder euren Score am schleunigsten oder am ehesten verbessern, eben auf den Grüns. Und wenn man halt ein Scoring hat oder eine Putt, einen Putt-Durchschnitt von, ich sag mal, unter 30 Putts, dann ist es natürlich schon genial. Das heißt, dass ihr ja schon etliche Einputts gespielt habt. Also ich lege es euch ans Herz, übt das Putten. So, und eine wichtige Grundregel beim Putten ist immer, wenn du keine Ahnung hast, dann putte aufs Loch zu. Hat einfach den Grund, wenn man halt jetzt das Break nicht so genau erkennen kann, geht er jetzt nach links oder rechts, dann ist es am meisten am sinnvollsten, denn Länge vor Richtung, das ist so ein Punkt. Und auch in diesem Spiel ist die Länge leichter zu dosieren und einzustellen als die Richtung manchmal. Das Problem ist natürlich, dass wir ja hier einfach von der Übersicht, und da hat ja EA auch schon angekündigt in den Update Notes, dass sich da was ändern wird. Es wird wohl eine zusätzliche Kameraeinstellung geben für eben, ja, dass man ganz flach übers Grün guckt. Es ist natürlich so, dass das ein Spiel ist und das Ganze ist zweidimensional. Ihr habt es am Bildschirm halt einfach nur zweidimensional. Das ist eben nicht die Realität. Wenn ihr wirklich auf einem Grün steht, dann könnt ihr euch das alles natürlich aus verschiedenen Winkel und so weiter angucken und dann ist es natürlich auch eine ganz andere Geschichte. Es gab da auch ein paar interessante Spieler. Ich glaube, Camilo Vegas, wenn ich richtig noch weiß, das waren Spieler, die haben sich tatsächlich aufs Grün gelegt. Ihr werdet es auch manchmal beobachten, dass Caddies das tun, damit die wirklich von ganz, ganz flach wirklich sehen können, wo ein Break ist, wo eine Neigung ist. Eine andere Geschichte seht ihr ja auch, dass die Spieler dann auf die Puttlinie gehen, breitbeinig, und so versuchen herauszufinden, wohin das Ganze bricht. Ja. Soll also heißen, es ist natürlich hier in dem Spiel nicht so einfach, wirklich diese Breaks zu erkennen, aber die Länge ist eigentlich relativ einfach, weil er schlägt ja euch hier schon die Länge vor. Und das heißt, die Länge geht vor der Richtung. Denn wenn ihr dann neben dem Stock liegt, dann sollte zumindest der nächste Putt drin sein, weil das muss immer euer Ziel sein, ein 2-Putt. Ein 3-Putt ist immer zu vermeiden, ein 1-Putt ist natürlich wunderschön. Noch schöner ist es natürlich, wenn ihr von außerhalb des Grüns einchippt. Aber ein 2-Putt muss das Ziel sein. Und wenn ihr lange Putts spielt, müsst dann immer gucken, dass er ans Loch kommt. Dass der Ball fällt, ist natürlich ein Bonus, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr nah an das Loch kommt. Und ob er dann mehr links oder rechts davon liegt, ist nicht so dramatisch, sondern schaut immer zu, dass ihr halt von der Länge her passt, dass es passt. So, hier an der Stelle ist es ja jetzt so, dass es bergab geht.
Ja, das sehen wir ja rechts unten. Es geht leicht bergab und wir sehen es auch an den Linien, die ja hoffentlich jetzt auch nach dem Update, auch das war ja so ein Punkt, wohl teilweise falsch gelaufen sind in die falschen Richtungen, dass das jetzt stimmen sollte. So, das heißt, es geht bergab. Deswegen schaue ich, dass wir nicht über den Stock hinaus packen groß. Und ich mache das jetzt folgendermaßen, weil wir jetzt an der Stelle ja auch keine Linie haben. Ihr wisst ja, ich spiele ja im Modus Pro. Wenn ihr im Modus Tour spielt, dann habt ihr nicht diese Hilfslinie und dann müsst ihr euch wirklich auf dieses Grid verlassen. Und man sieht jetzt, dass also in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel es auf jeden Fall ein bisschen nach links geht und unten geht es dann wieder leicht nach rechts. Das heißt also, rein theoretisch wäre das so ein Double Break. Ihr dürft aber nie vergessen, dass er natürlich am Anfang dem Ball mehr Power mitgibt. Das heißt, er nimmt das Break natürlich nicht so an, während im unteren Bereich wird er dann, wenn er langsam läuft, das Break etwas mehr annehmen. Aber ist jetzt auch eher so ein Thema, dass wir ja nur gucken, wie wir spielen und dass wir die Länge hinkriegen. Und bei der Länge ist es jetzt so, ich sehe jetzt oben dieses 19. Und weil mich jemand mal gefragt hat wegen dem Punkt Radius, also ist es natürlich klar, wenn je weiter ihr nach links oder rechts geht, ist es wichtig, dass die Länge ja erstmal vom Prinzip her bleibt. Ihr seht hier 19 Feet. So, wenn ich jetzt aber, so wie ich es manchmal mache, wenn ich ja hier die Hilfslinie habe, den Schläger hier, den Marker hier zu mir heranführe, um so ungefähr die Spielrichtung, die Zielrichtung dann zu anvisieren, dann muss ich natürlich wieder zurückkommen und wenn ich dann natürlich hier rüber gehe, dann habe ich nicht mehr so die richtige Entfernung. Ich habe da in der Vergangenheit immer hier auf diese Raster gezählt und das ist eigentlich gar nicht so sinnvoll, merke ich gerade. Wenn ich das jetzt wieder mal zurücksetze, dann merke ich mir einfach jetzt zukünftig diese 18 Feet. Würde dann praktisch hier zurückgehen, mich ausrichten, so. Ich richte mich jetzt hier ein bisschen nach rechts aus und gehe wieder zurück auf 18 Feet. Diese 18 Feet sind natürlich der ideale oder die Stroke-Stärke, die ihr halt eben benutzen müsst, um da eben herunterzukommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, dann wird der Ball natürlich deutlich weiter rollen, weil das ist ja das Ziel. Also muss man hier auch immer gucken, dass man mit diesem Marker auch die Spiel- oder die Schlagstärke einstellt. Ich mache die jetzt auf 18 und dann muss man beim Schwung eben schauen, dass man in diesem Bereich von diesen zwei kleinen, ja, hier also da reinkommt. So, natürlich nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das macht die Sache ja dann immer ein bisschen spannend. So, das hat jetzt mal wieder gepasst, weil eben auch das Tempo gut gepasst hat. Hier auch wieder haben wir 18. Wir sehen jetzt hier, dass am Anfang wieder sehr viel Break, und zwar über die Hälfte, also fast drei Viertel des Weges, haben wir eigentlich einen Break nach rechts. So, das heißt, wir müssen also sehr weit nach links eigentlich anhalten. Haben uns die 18 Feet gemerkt. Ich würde jetzt ungefähr so anhalten. Und dann gehen wir hier wieder auf die 18 Feet. So. Und dann schauen wir mal, weil der dürfte jetzt sogar gleich vom Schläger ein kleines bisschen nach rechts weggehen. Ja, er rollt auch deutlich übers Loch hinaus. 3 Fuß. So, da haben wir dann nicht aufgepasst, dass es natürlich auch ein bisschen bergab geht. So, an der Stelle. Deswegen habe ich auch bis jetzt nur 3 Hits von 5. So, 2 Feet müssen wir drin bleiben. Also versuchen wir auch hier wieder, den Ball an den Stock zu bringen. Man sieht, dass hier eine kleine Welle ist, genau da, wo der Marker ist. Das macht es wirklich nicht leicht. So. Ja, bricht sofort runter und kriegt Gas und läuft rechts am Loch vorbei. Und das sind auch mehr als 2 Feet. Also haben wir leider auch wieder nicht geschafft. So, jetzt haben wir einen leichten Putt nach oben. Das heißt, wir müssen sowieso mehr Gas geben. Und je mehr Gas wir geben, desto weniger nimmt er natürlich das Break an. Ja, springt aber sofort nach rechts und deswegen ist er wieder weg.
So, ich denke, das ist der fünfte Part und letzte Part. Es geht bergab. Wir merken uns die 17. Ja, es geht aber ein bisschen nach rechts am Anfang und ein bisschen rechts nach und unten. So. Wir gehen auf 16. Ja, und interessanterweise ist er sofort rechts vom Schläger weg, aber ich sehe es auch gerade rechts. Wir haben auch ganz, ganz schlecht geschwungen. Okay, also auch diesmal wieder nur die drei Putts geschafft. Nichtsdestoweniger hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitbekommen habt und dass das euch hilft, was ihr jetzt gerade hier, was ich euch erzählt habe, so ein bisschen aus der Rubrik Tipps und Tricks. Nichtsdestoweniger bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, gerne bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde sie euch dann sobald als möglich dann beantworten. Und wenn euch das Ganze geholfen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ganz klar. So, nichtsdestoweniger, habt weiterhin ein schönes Spiel. Bis die Tage.